Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar endlich gibt es mal ein Update hier zum Sama. Wie man es sehr schwer erkennen kann, hat sich hier noch nichts getan. Aber ich habe Neuigkeiten, deswegen mache ich ein Update. Ja, es dreht sich natürlich hier um das fehlende Teil. Und zwar den Motor. Ja, was ist mit dem Motor passiert in den letzten Monaten? Ja, genau gar nichts. Und deswegen kamen dazu auch überhaupt keine Updates. Ja, wie soll ich da anfangen? Also, ich hatte ja, ich glaube, es war ungefähr 20. Januar, hatte ich den Motorbauer informiert, beziehungsweise schon vorher informiert. Am 20. Januar habe ich den Motor dann hinfahren. Vorher habe ich chillert, was das Ding ist, in welchem Zustand sich der Motor für mich als Laie befindet, was möglicherweise zu tun ist. Und natürlich auch, ja, wie ich den Motor bringe. Habe dann einen Termin ausgemacht und es hieß dann, okay, ist alles in Ordnung, wir schauen uns den an. Dann kam, ja, wir haben aktuell wegen viel zu tun. Aber ich sage, kein Problem, ist jetzt nicht ganz so dringend. Wir haben jetzt noch Winter im Januar. Deswegen, ich brauche ihn jetzt nicht sofort. Gut, haben wir gesagt, ja, ist in Ordnung. Ja, wir schauen uns dann mal an. Ja, dann so nach einem Vierteljahr oder nach, sagen wir mal, mehreren Wochen habe ich dann mal angerufen. Ja, na, sie sind noch nicht dazu gekommen. Kurz zur Geschichte: Der Motorbauer wurde mir empfohlen. Der hat auch schon einiges eigentlich für mich gemacht. So ein paar Kleinigkeiten, war immer recht zuverlässig. Der Preis hat stimmt. Ja. Dazu kommt noch, dass nahe Verwandtschaft von mir mit dem beruflich zu tun hat, und die auch mehrmals im Monat Kontakt haben. Und darüber habe ich dann auch den Kontakt aufgebaut, beziehungsweise deswegen habe ich den ausgewählt. Gut, ja, dann hat sich erstmal nichts getan. Dann habe ich und beziehungsweise die nähere Verwandtschaft haben regelmäßigen Takt nachgefragt, also ich sage mal alle 4 Wochen so circa mal, und es wird immer gesagt, ja, ist viel zu tun, Krankheit und so weiter. Ja, bis es dann jetzt hier auf Mai und Juni zuging, wo ich dann schon ein bisschen direkter geworden bin, sagt, ja, wie sieht es denn jetzt aus? Also irgendwann muss der Bulldozer mal laufen, ne? Das ist ja langsam, hat es jetzt nichts mehr damit zu tun, dass ihr viel zu tun habt, oder ihr müsst halt einfach mal einplanen. Ja, aber leider nichts zu machen. Und jetzt beim letzten Anruf, der war jetzt dann, der letzte Anruf war vor knapp einer Woche jetzt schon wieder. Wurde mir dann ein Datum genannt, nachdem ich nach einem festen Datum gefragt habe, und das war September, habe ich gedacht, okay, das ist jetzt wahrscheinlich ein schlechter Witz oder sowas. Und oder mir wurde angeboten, die Sachen wieder abzuholen, so wie sie sind. Das heißt, es wurde nichts gemacht. Jetzt könnt ihr euch natürlich vorstellen, was ich von dem Motorbauer halt, beziehungsweise wie meine Stimmung die Firma bezüglich ist. Plan ist jetzt der: Ich werde die Sachen natürlich abholen. Und habe dann jetzt schon letzte Woche auch Kontakt mit einem neuen Motorbauer aufgenommen. Und der könnte im Prinzip die Sachen sofort nehmen. Ich würde nochmal einen Termin mit dem machen, den alles zeigen, alles erklären und so weiter, dass wir das alles abgesprochen haben. Und der hat auch schon einen besseren Eindruck am Anfang gemacht. Das war bei dem Motorbau, war es ja so, wie wenn ich ihm was Schlechtes tun würde, wenn ich ihm jetzt einen Auftrag verschaffe. Und also, ja, ich äußere da jetzt keinen Kommentar dazu, aber ich bin jetzt froh, dass ich jetzt einen anderen habe. Und dass ich wahrscheinlich dann in den nächsten paar Tagen die Teile wieder abhole und die dann woanders hingehen und da hoffentlich dann was vorangeht am Motor. Ja, ist halt auch so, dass ich jetzt noch mehrere Fahrzeuge habe, wo der Motor möglicherweise mal gemacht gehört. Einmal hier unseren guten alten Hanomag, beziehungsweise der Radlader ist ja auch nicht mehr ganz fresh. Ich habe noch ein paar andere Fahrzeuge, wo entweder der Motor noch gemacht wird, beziehungsweise irgendwann es fällig ist.
Den Auftrag wird wahrscheinlich dann nicht der kriegen, wo jetzt der Motor schon ein halbes Jahr lag, logischerweise. Dann ist es halt so. Ich finde es ja schön für ihn, wenn er genügend zu tun hat, aber das hätte man auch vielleicht ein bisschen vorher sagen können. Einfach so, pass auf, ich schaff's nicht. Oder so. Also das sieht man nach einem Vierteljahr meiner Meinung nach, aber gut, es ist halt jetzt so. Wird er dann hoffentlich noch durchschlafen können. Genau, das war das Update jetzt erstmal zum Same. Das heißt, er wird weitere Wochen stehen. Dann gibt es jetzt hier noch ein kleines Fuhrpark-Update zum Schluss. Nachdem wir hier im Prinzip beim Same mit leeren Händen weiterhin ausgegangen sind, werde ich halt dann die Teile abholen. Ich schaue sie mir an, hoffe, dass nicht alles ganz so gar so schlecht aussieht und dass ich das dann eigentlich alles eins zu eins weiterfahren kann. In der Zwischenzeit werde ich hier alle Anbauteile vom Motor, habe ich schon angefangen, ein wenig so entrosten und lackieren und was halt geht, dass wenn der Motor irgendwann fertig ist, dass man den auch einbauen kann und dass es vielleicht dieses Jahr dann auch nochmal fahren kann. Im September ist der TÜV fällig. Ich hoffe, dass bis September die ganze Tragödie hier vorbei ist. Hätte ich das gewusst, hätte ich, glaube ich, gar nicht den Motor zerlegt und hätte einfach, keine Ahnung, alle paar Stunden mal einen halben Liter Motoröl nachgekippt. Aber ja, im Endeffekt ist man immer schlauer, ne? Ja, die. Sonst muss man halt schauen. Aber ich mache jetzt das Beste daraus und hoffe, dass das dann beim anderen Motorbauer wird. Der hat sich sehr kompetent gezeigt und war jetzt auch nicht von meinen ganzen Ausführungen erschrocken. Ich habe ihm alles erzählt, wie es ist. Genau. Ja, und jetzt kommen wir noch zum kleinen Fuhrpark-Update bei uns im Fuhrpark bzw. in den Fuhrpark von meinem Bruder. Ich mache das hier alles nur hobbymäßig. Bei meinem Bruder geht es ja dann eher um die Landwirtschaft bzw. der ist der offizielle Eigentümer vom landwirtschaftlichen Betrieb. Und da gehen wir mal hier hin. Und zwar hier haben wir dann einen riesigen freien Platz. Und zwar stand hier bis heute Vormittag noch unser Fendt 309C. Ja, der hat uns jetzt leider oder Gott sei Dank verlassen, wie man sieht. Leider war ein echt schönes Fahrzeug, da konnte man gut an den Wald fahren, Seilwinde gut angepasst, hat alles bisher gut gemeistert. Ich sag mal, bei unserer Größe haben die meisten Betriebe jetzt schon 2 bis 3 Traktoren, 2 bis 3 Traktoren, natürlich große Traktoren. Und deshalb kommt bei uns auch jetzt ein neuer oder anderer Traktor her. So viel kann ich verraten, er ist wieder grün. Über die Felgenfarbe kann man sich jetzt noch streiten. Auf jeden Fall logischerweise mehr Leistung. Und da könnt ihr sehr gespannt sein. Ich blende jetzt irgendwie zwischendrin noch ein paar Bilder von unserem alten Fendt ein. Der hat uns, weiß ich nicht, ich glaube 5, 6 Jahre begleitet. Auf den haben wir jetzt gut, was haben wir da drauf fahren? Keine Ahnung, 5000 Betriebsstunden oder sowas. Also der ist ganz schön gelaufen. Und ja, freue ich mich jetzt schon auf den neuen. Und da werdet ihr dann auch einiges dazu sehen. Genau. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Samenvideo wieder. Zwischendrin kommt natürlich noch einiges zum Hanomag hier und zu anderen Maschinen, weil ganz so schnell wird es mit dem Motor nicht gehen. Ich hoffe natürlich, dass das in den nächsten paar Wochen dann gegessen ist. Und dann damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.